Und damit willkommen zurück zu Dark Souls 2. Ich habe seit dem letzten Mal leicht gelevelt, wie man hier sehen kann. Also ich bin in Stufe 190. Ich habe noch Kondition auf 30 gebracht, Anpassung auf 30 sowie auch Belastbarkeit. Geschicklichkeit habe ich noch auf 42 gebracht. Ich werde das Geschicklichkeit weiter hoch leveln und ja, dann weiß ich eigentlich gar nicht, welche Attribute ich gehen soll noch. Wahrscheinlich Vitalität, um ein bisschen mehr Leben zu kriegen. Ich habe in den alten Gebieten noch das gemacht, was übrig war. Ich habe zum Beispiel in dem Drunk Lake Schloss habe ich bei dem Rüssifresser Pool mal das ganze Zeug geholt. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich rate euch nur, legt alles ab, auch Ringe. Auch Ringe können zerstört werden. Waffen sind egal, aber Rüstung und Ringe sind dort immer ein bisschen ja, angefressen gewesen von der Säure. Des Weiteren habe ich auch noch, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich die richtigen Gebiete nenne. Nur mal so zur Info, ich habe, genau hier, da gab es noch Stellen, wo ich nicht hinkam, wo wir Truhen sahen. Das habe ich, ja, alles abgesucht, habe glaube ich alles gemacht, was es gab. Es gab eine Mimik noch, es gab einen Ritter, den ich nicht ansprechen konnte, keine Ahnung, was mit dem ist. Ich habe dafür aber ein paar Sets gekriegt, nämlich, nur mal zum Zeigen. Und zwar, Moment, einmal, wo ist es? Hier, genau. Wir haben ja das schon gehabt, des Aurus. Das ist aber eine stärkere Version. Und kann ich auch mal anlegen. Ist auch ein hübsches Set, was jetzt nicht so durchscheint ist wie das andere. Hier, was wir bekommen haben, weil wir genügend Seelen geopfert haben bei dem einen Händler. So. Das nächste Set, was ich gekriegt habe, war das Faram-Set gewesen. Muss ich mal gucken, wo das ist. Achso, übrigens seht ihr hier Havels Helm. Also ich habe auch die komplette Havels-Rüstung jetzt mir geholt. Ich sehe gerade das Faram-Set nicht, schade. Dann mache ich mal gleich weiter. Wir haben die Zeldora-Set, habe ich auch gefarmt in der Lichtsteinbruchmine. Dieses Set hat einen großen Vorteil. Nämlich, es erhöht die Anzahl der erworbenen Seelen. Ich habe, wo kriegt man das? Das kriegt man bei diesen spinnartigen Wesen, und zwar nicht bei den Spinnen an sich, das wäre ja schön, weil die in Massen kommen, nein, bei diesen Zombies, wo eine Spinne auf dem Rücken sitzt. Davon gibt es, wenn ich mich nicht verzählt habe, 6 Stück. Ich habe also das ganze Gebiet abgefarmt, und ich habe durch Zufall das mitgekriegt, weil ich dort öfters mal den Hut gekriegt hatte, und habe weitergefarmt, habe dadurch die Gamaschen noch gekriegt und die Handschuhe. Leider nicht die Rüstung. Damit habe ich jetzt so ein kleines Seelenfarmset. Ja, die Faram-Rüstung, die ich gerade, ehrlich gesagt, echt nicht finde. Vielleicht habe ich aber auch nur die. Achso, die Finsterrüstung war auch zu finden. Die ist auch recht hübsch. Mit Finsternisresistenz. Ich sehe doch hier Faram-Rüstung, genau. Hier, wie ihr seht. Aber, ja, alles drin. Muss im Moment erstmal schnell wieder umschalten. So, das hatte ich noch gemacht. Dann hatte ich noch ein paar Invader gekillt. Also ich wurde mehrfach invadert. Hab, glaube ich, bin jetzt 7-mal invadert worden nochmal. Und hab 5-mal den gekillt. Das waren ein paar NPCs und ein paar normale Spieler. Dann habe ich in Trankleka Schloss. Ich gehe auch mal dahin, weil ich euch da mal was Kleines zeigen möchte. Habe ich diesen Raum abgefarmt. Ich bin gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich es jetzt die ganze Zeit gemacht habe. In diesem Raum gab es doch 6 Türen. So, die habe ich alle geöffnet. Hinter der ganz rechts war noch eine Truhe gewesen, aber ganz links ist interessant, da ist ein Loch, da kann man reinfallen. Gehen wir gleich hin. Ich will euch nochmal kurz zeigen, dieser Raum ist herrlich, denn ihr könnt die Steinstatuen, bevor sie schon aufstehen, farmt, sie geben euch knapp 420 Seelen, also wenn man den einen Ring anlegen hat, ich krieg nur 350 bei denen. Also nicht sehr viel, aber der Raum geht ganz fix. Wenn man einmal weiß, welche man von denen töten muss, ich brauche zurzeit 3 Schläge für die, kann man den Raum in knapp einer Minute erledigen und hat dann mit vollen Set so knapp 5000 Seelen. Das ist eine absolut einfache Möglichkeit, Seelen zu farmen, deutlich besser auch als die Pharos-Variante, weil bei Pharos muss man bei diesen großen Mastodon, also diesen Ohrrittern, ordentlich aufpassen, nicht, dass man da doch mal gekillt wird oder durch das Gift.
Hier hat man eigentlich kaum Probleme. Das Einzige ist nur die Stelle hier hinten. Da kommen nämlich zwei hier gleichzeitig. Das heißt, den ersten muss man gleich runterkloppen. Sodass der zweite... Da muss man mal einmal ringsrum gehen. Mal gucken, ob es jetzt gut funktioniert. Perfekt. Dann kann man den Rücken stoßen. Das ist die einzige Stelle, wo man wirklich mal hier Probleme kriegt. Das Schöne ist an dem Raum, es droppen hier die Schilde, es droppen die Speere und, jetzt haltet euch fest, das habe ich, es droppen die Schollen. Das heißt, das höchste Item, wo man immer eins braucht, um einen Gegenstand von Stufe 9 auf 10 zu kriegen, droppt hier, also mit der Maske, die ich jetzt habe, ich glaube bei drei Runs teilweise zwei, doppelt. Also super, das zu farmen. Und damit wissen wir, wo wir Titanitbrocken kriegen. Und die großen Titanitscherben, die kleinen, kann man jetzt unendlich oft kaufen bei der Händlerin mit dem guten Vorbau. Das heißt, man könnte theoretisch alle Gegenstände auf Maximum bringen. Ja, und was ist hier hinten? Ich habe deswegen auch hier eine Nachrichten gesetzt. Hier unten ist ein Loch. Da ist so ein Dark Lorer. Das ist, kennt ihr noch aus der Bucht. Wenn man den getötet hat, ist dort unten der Eidbewahrer. Ja, und dieser Eidbewahrer ist dieser dunkle Typ in seinem Stuhl, oder Rollstuhl besser gesagt, und dieser kann es in einen Dark Covenant aufnehmen. Ich weiß noch nicht, wie toll dieser Eid ist. Ich habe ihn jetzt nicht verfolgt, aber damit haben wir noch einen Eid gefunden, weil man den dreimal ja finden musste scheinbar. Wir haben ja zweimal schon gesehen, in ganz verschiedenen Stellen, und hier war eben das dritte Mal. Und dort unten war auch dann das letzte Leuchtfeuer gewesen im Schloss, nämlich hier. Unteres Schloss. So, und damit habe ich, glaube ich. Ach so, nee, eine Sache noch. Ich bin im allerersten Schloss hier, Wald der gefallenen Riesen, an dieser Stelle, der Kardinalsturm. Da gab es so diese Feuerechsenhöhle. Und wir hatten irgendwann mal einen alten Eisenschlüssel gekriegt. Und dieser Schlüssel öffnete knapp vor diesem letzten Riesen eine Tür nach links. Und das führte dann direkt in eine Höhle mit zwei Feuerechsen und dann nochmal in den großen Vorraum mit diesen anderen zwei, die wir schon von oben sahen. Ja, gebursten rote Augäpfel, aber auch ein Item, was ich aber irgendwie noch nicht ganz zuordnen kann. Nämlich, also das war der, warte mal, ich mal gucken, ob wir den ersten Schlüssel finden. Das war der gewesen. Alter Schlüssel, Eisenschlüssel, glaube ich. Hier. Und dafür haben wir diesen Schlüssel bekommen, schwerer Eisenschlüssel. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wozu der ist. Aber wir haben ihn. Es hat mit dem alten Eisenkönig zu tun, also ich weiß noch nicht, wo die Tür ist. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist alles, was ich getan habe. Ich habe nichts vergessen, hoffe ich. Moment, ich habe hier eine Liste gemacht. Nö. Gut. Das heißt, wir können jetzt wieder was Neues machen. Achso, und ich habe eine Isto-Scherbe noch gefunden. Das war just in diesem Brighttown-Verschnitt ganz oben auf einem Turm gewesen. Deswegen habe ich jetzt 12 Estus-Flakons und wir haben es ja maximal verstärkt. Des Weiteren habe ich nur als Itemkontrolle 14 Pharos-Steine und dreimal solche Duftzweige. Alles klar schon. So, damit gehen wir jetzt in das neue Gebiet endlich. Lange Räder, ganz, ganz kurzer Sinn, weil ich bin übelst gespannt, was uns Neues hier erwartet. Manche werden jetzt sagen, ich bin mit Stufe 190 wahrscheinlich total überlevelt, aber wenn sonst die Gegner verschwinden, warum soll man das nicht nutzen? Also ich sehe da keinen Grund. Zurückgeben. Ruhig bleiben wir im Traum. Warum ist dort eine Seele? Wie komme ich denn da hin eigentlich? Moment. Kann ich das abschießen? Wo Interesse habe. Okay, wir können hier also was runterschießen. Können wir schon Gegner angreifen? Warum sollten wir das nicht tun? Ah, guckt mal, das sind echsenartige Wesen. Animation, die wirkt in der Entfernung immer so ein bisschen. Okay, der kommt zu uns hoch. Wollen wir mal schauen, was er kann.
schöne Geheul. Hurra für Felsbrocken. So, und tschüss. 550, okay. Glitzerndes Titanit, super. Erztragenhandschuhe. Glitzerndes Titanit nehme ich gerne, gerne an. So, diese Tür. Ach, da wären wir auch so dran gekommen jetzt also. Schade, nein! Nein! Oh. Man merkt, wir haben noch genug Leben, aber das hat nicht funktioniert. Super, also willkommen zurück bei Dark Souls, kann ich nur sagen. Sehr schön. Okay, nochmal. Wir gehen diesmal direkt runter. So, also ich brauche jetzt knapp 50.000 zum Aufsteigen. Ja, 49. Ist schon nicht wenig. Unsere Seelen liegen ganz unten. Aber wir können diesen Sprung überleben, das ist ja auch nur Sand. Gut hinsehen, ich halte es nicht aus. Ach, guckt mal da. Eine Fluchkröte. Kriegen wir die? Wahrscheinlich nicht mit zwei Schüssen, oder? Zum Glück keine große Fluchkröte, sondern nur die kleine Variante. Da muss ich auch nochmal schauen, ob man die große Form kann. Ruhe voraus, Vorsicht vor zerstören. Alles klar. Also nicht einfach zuschlagen, dann rollen wir mal durch die Gegend. Die Truhe sieht gut aus. Ja. Stimmungsgrad, Skeptikergewürz, okay. Wollen wir mal schauen. Wir haben das Ding hier irgendwie runtergehauen. Müssen wir mal schauen, ob das irgendwas gut unten wieder hochbekommen. Dieses Meergebiet mit diesen Wurzeln, die hier hochgehen. Das würde irgendwie alles von oben, von der Kraft hier unten zehren. Ach, die Story ist bestimmt ganz hübsch dahinter. Auch wenn es keiner versteht. So, gibt es hier Gegner. Da unten ist ein so ein Vieh. Da können wir mal sehen, was die überhaupt können. Fixieren wird benötigt. Ja, da. Können wir eigentlich ins Wasser schießen? Achso, das haben wir vorhin schon getestet. Okay. Durch Fixieren kriegen wir auch mal raus, ob irgend so ein Vieh in der Nähe ist. Das ist gut zu wissen. Große Seele. Okay, dann machen wir mal die lieber aus der Entfernung, weil ich weiß nicht, ob die sich auf uns stützen können, irgendeine Art und Weise. Auf jeden Fall können die relativ gut durchs Wasser gehen. So, wir müssen irgendwie hier zur Seite kommen. Sehen wir hier den Rand? Da drüben ist... Ich weiß nicht, ob das... Sieht immer noch aus, könnte man hier langlaufen. Kommt da von hinten? Nein. Nachricht? Die Quanzt. Wirklich. Okay. Wie kommt man da ran? Ich sehe hier immer noch Boden. Also von daher würde ich sagen, hier kann man langlaufen. Wenn nicht irgendwo ein Loch ist in der Mitte. Sehr gut. Und was kriegen wir? Glitzerndes Titanit. Flammschmetterling. Okay, Glitzerndes Titanit ist sehr gut. Das heißt, wir können wahrscheinlich jetzt bald unsere Rüstung maximieren. Also zumindest das Brustteil. Ah, die Tranklee-Rüstung ist... Tut mir leid, die ist falsch positioniert. Die ist viel zu früh. So eine tolle Rüstung. Das ist... Vorne ist noch ein Vieh, oder? Nee. Ich habe übrigens ein paar Pfeile geholt, wie ihr seht. Ich gehe mal rüber. Da unten. Da. Ach du Scheiße. Überall, wo die Schmetterlinge sind, sind die.
sein. Wie verhalten die eigentlich aus? Ich kann die auch anders nehmen. Ach, guckt an, diese Zunge, die da rauskommt. Okay, sie sind definitiv Springer. Ich glaube, sie werden ihre Zunge irgendwas ansaugen. Dann nehmen wir uns die mal anders vor. Da drüben ist sie noch. So, überall, wo. Ja, überall. Wo das. Ne, ist zu tief. Da kann ich nicht gut schlagen. Überall, wo die Schmetterlinge sind. Dieses Glitzern zumindest. Ist einfach nur ein Menschenbild. Sei es drum. Wir wollen alles mitnehmen. So. Zumindest können wir damit erkennen, wo die lang. Wenn die dort lang gehen können, können wir auch dort lang gehen. Glatterseitiger Stein, da habe ich wieder eingetauscht, habe auch nur Menschenbild, also nur Menschenbild gekriegt. Das ist zurzeit irgendwie nicht ganz so effektiv. Ich habe echt Angst vor denen. Ich nicht genau weiß, was die können. Ist drüben noch ein? Nein. So, wir gehen mal. Ich will mal wissen, was der Kleriker kann. Hält drei Schläge aus. Na gut. Aber wenn er Glitzerndes Titanit fallen lässt, ist er auch sehr angenehm. Eine Bank zum Setzen. Ah, Fluchurne. Moment, die machen wir auch mal weg. Zumindest beim ersten Mal bin ich dafür, sowas wegzuschlagen. Da ist auch irgendwas im Wasser, seht ihr das? Ist das ein Gegner? Aber ohne diesmal diese komischen Schmetterlinge ringsherum. Seltsam. Gut, wir gehen mal rein. Da ist eine junge Dame und da ist ein Teppich. Frau Voraus, der versucht Stoß. Nein. We knew you were coming. And stop singing. Aufgehört zu singen. Ach, die haben sonst gesungen. We are Milfinito. Milfinito. We are here to sing to those bound by death and dark. We will sing here forever. As we know nothing of the world outside. Die singen hier unten, die hübschen Damen. Do you seek King Vendrick? But what is a king, after all? We know nothing of the world outside. Nothing. For we will never leave here. Moment, aber die eine Dame, die wir dort ganz oben im Tränkley Schloss gesehen haben, das ist doch auch genauso mit dem grünen Stoff eine gewesen. Ist ja eine rausgenommen. When we sing, the little ones dance. Kleinen tanzen. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Is there anything perhaps this will help? This is when we sing. Die kleinen Schmetterlinge? Waren deswegen keine Schmetterlinge mehr zu sehen, weil sie nicht mehr gesungen hat. Wir hören das Singen nicht mehr gerade. Das ist eine Truhe. Ich will noch mal ganz kurz nicht, dass wir irgendwas an der Seite hier verpassen. Nee. So, hier ist. Die Truhe sieht normal aus. Von welcher Seite können wir die öffnen? Natürlich blöd, wenn sie nicht mehr sinkt, dann sehe ich nicht mehr die Viecher. So gut. Rotes Wasser. Das macht es natürlich jetzt schwieriger.
Tolle Aussicht voraus, aber versucht oberhalb. Apropos, sind ja noch mehr solche Stellen, wo man was runterschießen kann. Das sieht schon sehr eindrucksvoll aus. Cooler wäre es noch, aber das ist natürlich Metal auf hohem Niveau, wenn diese Ranken sich irgendwie vielleicht irgendwas Posierendes noch haben. Also denkt, alles klar, da wird gerade irgendein Lebenssaft durchgeschossen. Okay, hier hinten sehe ich einen. Ja, tanzen. Es war damit wirklich gemeint, dass diese Schmetterlinge da zu sehen sind. Okay, muss man langsam vorgehen. Machen wir die wir aus Entfernung sehen, schon mal weg. Ich werde bestimmt noch einige übersehen. Ich bin aber froh, dass die Pfeile so gut durchs Wasser schießen. Okay. Da hinten sind auch noch Gegenstände. Ach, ich glaube, da kommt man hin. Das sieht eher aus, als würde der Weg dann dort weitergehen. Das ist wahrscheinlich abgeschlossene Gebiete. Ach, jetzt singt sie wieder. Und jetzt. Ah, jetzt sieht man wieder. Ich muss einfach warten. Hübsche Mechanik, gefällt mir. Die kleinen tanzen. Drei solche Typen. Gucken mal, ob mal. Und da hinten ist noch einer. Ja, ich wollte eigentlich nicht so viel mit Bogen schießen. Oh Gott, oh Gott. Aber, ehrlich zu sein. Wenn ich solche Viecher sehe, die nämlich uns anspringen können, oder ich mich einfach so doof verhalte, dann ist es mir lieber, wenn ich so vorgehe, und zwar vorsichtig. So, wir gucken mal, ob wir die einzeln ziehen können. Ja. Kann man. Oh, da kann man Set formen. Jetzt gucken wir uns bei Gelegenheit nochmal an. Seele von Luna, Skeptiker, Gewürz. Mut. Mut dort rauszugehen wahrscheinlich dort hinter. Ne, wir kommen anders. Das hab ich doch gehört. Fackeln, Seele von Luna, Untoter. Große Seele. Ja, ich weiß nicht, wie tief es hier reingeht. Ich sehe es nicht. Wenn man sieht dort die Tote. Ne, ich gehe weiter. Das ist was für Zeug abformen. Das machen wir später. Hurra für Frau. Ja, das ist so schön singt. Da hinten sehen wir noch einen. Moment, was war das gerade? Irgendwas ist gerade von oben nach unten gegangen. Was ist. Oh nein, nicht die Truhe. Die sehen echt lustig aus. Truhe links. Tolle Aussicht voraus. Okay, wir gehen mal zur Truhe. Ich hoffe, der Weg ist nicht gemeinerweise. Ach, guck mal an. Wäre auch lustig, wenn der gemeinerweise auch rechts jetzt so eine Untiefe beinhalten würde. So, ich sehe jetzt natürlich absolut nicht, was das für eine Truhe ist. Ich hoffe einfach mal, es ist ein normales Drachenamulett. Gut, und damit haben wir den ersten Abschnitt zumindest einmal durchstoßen. Jetzt sind dort vorne so eine Viecherwolke. Ich entnehme dem, dass hier irgendwas ist. Ah. Ach, guckt mal. So ein Säurespucker. Stärkere Variante. Dort vorne sind sie. Drei Stück. Mindestens vier sogar. Ja, die Spinnen. Ach, die Spinnenhöhle habe ich auch abgeformt. Aber nur, um an diese komischen Spinnen
bewährten Zombies zu kommen. War nicht so ohne gewesen, muss ich sagen. Bin zum Glück dort nicht gestorben. Auch wenn man dort noch invadert wurde. Und ich wurde in Flight Town wurde ich invadert von einer mit so einer riesen Cleaver. Das ist Man Eater, wie auch immer die heißt. Aus der 1 schon. Scheinbar waren voraus versucht Kontrolle. Nee, Quatsch. So, was ist hier? Die Truhe ist normal. Dickwanz. Ist schön, dieses Dickwanz. Also auf gut Deutsch, wir kommen nicht durch. Und was haben wir hier Schönes drin? Jetzt ist hier der glattseitige Stein. Sehr schön. Hübsch, hübsch. So. Hier vorne ist... Das ist kein Boss. Rechts und dann Leuchtfeuer. Na, das machen wir doch glatt. Ist das hübsch. Oh, das gefällt mir. Fackel und dann gut hinsehen. Ist hier irgendwas? Nee, Fackel erstmal nicht. Warum sind die hier gestorben? Warum? Irgendwas ist hier. Ah, alles klar. So eine scheiß Marke. Okay, die hat sich sehr gut hier eingefügt. Zielsuchende Geschosse. Da hinten sehe ich übrigens im Wasser schon wieder so ein Wesen. Okay, wir versuchen das mal leicht vorwärts zu kommen. Nur kurz gesagt rechts. Das ist ein Oger. Wie kommen wir dort rein? Einfach laufen. Klingt logisch. Und entzünden. Sehr schön. Zwei Leuchtfeuer gefunden. Tod voraus. Vorsicht vor Zauberei, Vorsicht vor Schnitzer. Versucht Heiliger. Nicht aufgeben, dann viel Erfolg. Schade, dass hier gerade keine singt. Mal geht es noch viel weiter. Und es wird immer seltsamer da zu lesen, wo das Wasser endet. Da ist noch einer. Kann ich hier noch lang laufen? Ja. Sehr schön. Oh, guck mal, da oben ist übrigens so ein Gift. Den holen wir mal gleich runter. Kriegen wir den aus der Entfernung? Nee. Muss man daran denken, wenn wir dort sind, dass wir nicht unbedingt ins Gift laufen. Ich habe leider nicht mehr so viel Giftpillen. Ach, da ist was. Komme ich da hin? Sieht gut aus. Ich denke, auf die Kanne können wir wahrscheinlich anspringen und runterstoßen. Bist du ein Markier oder bist du... Ja, du bist ein Markier. Okay, du warst ein Markier. Was bist du denn eigentlich? Ach, du bist so ein fetter Ritter. Ein sehr schönes Gebiet. Ich glaube, hier geht es sogar leicht vor, oder? Wie ist denn hier der Rand? Nee, nee, ich nehme es zurück. Der geht hier lang. Ich will den Ogre auch ungern anlocken, aber den würde ich gern auf einem Terrain angreifen. Bisschen besseren Stand habe. So. Nachricht. Feind voraus. Okay. Kann man sogar leicht hochgehen. Was mit denen? Ich werde hier wieder ganz langsam vorgehen. Das ist das erste Mal. Wenn ich dann weiß, wie es ist, dann kann man hier auch schön die Gegend abfarmen. Ganz schnell wie mit den Steinrittern.
Aber es ist halt immer erstmal, wenn man weiß, wo die alle sind. Es sind natürlich auch diese Pflanzen da hier, die ihn so ein bisschen davon ablenken, wo denn gerade diese Viecher sind im Wasser. Da hinten ist irgendwas Dickes. Das ist ein Ritter. So ein Syrias-Ritter, glaube ich. Ist hier irgendwas sonst? Du. Krass. Wie viel geben die eigentlich? 3. Das ist gar nicht so wenig, was die an XP geben, muss man schon mal sagen. Da leuchtet mein Farmherz. Nein, fuck, den kriege ich nicht. So, du musst dich langsam mal bewegen. Ich werde wenig ausweichen bei dem, weil ich Angst habe, ins Wasser zu fallen. Der hält mehr aus als sonst. Okay. Die sind stärker geworden als ein Heidetower. Ja. Gibt doch 700. Okay. Es ist nicht deutlich mehr. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn hier? Wo die Pflanzen sind, kann man langlaufen, vermute ich mal. Oh Gott, die Marker, die sind echt. Hoffentlich können wir die. Ja. Sie können zumindest nicht um die Ecke zaubern. Das ist eindeutig ein Fernkampfgebiet. Da hinten ist auch ein Marker. Ja. Ne, ist zu. Ich glaube, der Bogen hat nicht so eine Reichweite. Wenn die Schüsse dann ja ein bisschen schwächer. Ich glaube, der ist gerade just aus unserer Reichweite gefluppt. Ja. Lass uns mal wenigstens den Gegenstand hier aufnehmen. So. Aber wirklich hübsches Gebiet, muss ich sagen. Kann ich den noch irgendwie ausweichen? Sehr gut. Okay. Gehen wir mal langsam weiter. Oh, das ist einfach so, so wie das hier alles aufgebaut ist, diese Pflanzen, das ist so hübsch gemacht. Schön. Wow. Nein. Oh, verlassener, wirklich. Wisst ihr, wie oft ich den jetzt schon besiegt habe? Ich nehme mal kurz eine Estus zur Sicherheit. Der Verlassene kommt ständig. Verloren heißt er, glaube ich, im Englischen. Ach, mit der Sense, okay. Moin. Aber der hat halt immer andere Waffen. Das macht's den halt ein bisschen stärker. Was? Wie kommt er da durch? Und weg, 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 weg. Der hat einen Angriff, wodurch er durchkommt. Der hat ein deutlich mehr Leben als. Das Leuchtfeuer, geht das? Ja. Ja. Echt mehr Leben gekriegt. Au, und kann meine Rüstung. Au, nee, dann bin ich tot. Und weg, weg, weg. Mist. Das geschicktes Rollen hätte geholfen. Scheiße. Oh, vor allem so eine Stelle, wo man langsam snipern muss. Das muss ich jetzt alles nochmal machen. Ich hasse es. Ja, ich, keine Ahnung, den habe ich jetzt schon 6 oder 7 Mal gehabt. Wahrscheinlich 5 Mal besiegt und jetzt 2er tot. Gut. Man übt ja nicht umsonst.